Der Job, den Außendienstmitarbeiter haben, ist sicherlich in vielen Situationen wirklich sehr, sehr attraktiv. Ja, du hast halt viel Freiheit, bist viel auf der Autobahn oder sitzt zumindest viel im Auto und führst eben dann deine Kundengespräche auch oft bei denen. Ja, und da hast du nicht immer die besten Situationen, das wissen wir alle, ne? Das heißt, du kriegst auch oft Absagen, ne? Wenn du zum Beispiel auch jetzt akquirierst, ne? Dann bekommst du ja nicht immer eine Zusage zu einem Termin. Und ja, im Großen und Ganzen haben wir Vertriebler an der Stelle natürlich ein Problem, nämlich unser Mindset wird immer wieder bombardiert, ja, so mit negativen Dingen, ne? Wie zum Beispiel Absagen, Ablehnung, lange Arbeit an einem Projekt und dann wird da doch nichts draus, ne? Und das kann einen schon ganz schön runterziehen als Vertriebler. Und als Gegenpol musst du an der Stelle natürlich was finden, ja, was dich ausgleicht in deinem Mindset, ne, dass du eben immer noch weiterhin positiv bleibst. Und hier kommt mal ein Problem, ja, über das ich gerne in diesem Beitrag sprechen möchte. Und das sind die Menschen, die ja in deiner Umgebung sind, mit denen du zu tun hast, zum Beispiel auch Kollegen, ja, die dich dann aber trotzdem auch noch weiter runterziehen. Und da möchte ich dir gerne mal ein Beispiel geben aus meiner Zeit damals, als ich im Außendienst war. Ja, in der Regel war ich dann jeden Tag bestimmt 2, 3, 4 Stunden im Auto, bin dann von Kunde zu Kunde gefahren. Bei mir war da der Job ein bisschen anders. Ich hatte also Stammkunden, die regelmäßig gekauft haben und ich habe die dann besucht und habe die betreut, ne? Und auf der Fahrt von Kunde A zu Kunde B, was hat man da gemacht? Telefoniert. So, mit wem hat man telefoniert? Oft mit der Frau, mit Freunden, was auch immer, aber oft auch mit Kollegen, ja? Und bei uns war das jetzt nicht immer so, dass wir da tolle Gespräche geführt haben. Das muss ich im Nachhinein wirklich sagen. Und genau darum geht es mir. Ich hatte viele Kollegen, die hatten nichts anderes zu tun, als wenn die irgendwie Stress hatten mit einem anderen Kollegen, Stress hatten mit einer Führungskraft im Unternehmen oder mit irgendwelchen Entscheidungen im Unternehmen, ja, das dann allen anderen kundzutun. Ja, dieser Flurfunk, ne, den kennst du. Und das kann einem wirklich noch extrem, also zusätzlich noch extrem den Saft aus den Knochen ziehen. Menschen, die dich negativ beeinflussen, beziehungsweise die deine Stimmung in irgendeiner Form versauen. Ganz einfach. Ja? Das heißt also, du hast eh schon manchmal einen Tag, da könntest du den ganzen Tag an die Wand schmeißen. Ja? Und dann hast du auch noch mit 2, 3 Kollegen zu tun, die dir das Ohr voll quatschen, wie scheiße das ist, wie doof das ist und was hat der schon wieder gemacht und hier und da. Ey. Das Beste, was du hier machen kannst, ist dich von solchen Gesprächen, du musst dich nicht komplett von den Kollegen distanzieren, aber dich von solchen Gesprächen zu verabschieden. Wie schön wäre es, wenn man einen Kollegen hat, ja, mit dem man sich austauscht und zum Beispiel so kleine ja, Competitions macht. Sowas hatten wir auch. Mein Kollege Ralf damals. Mit dem habe ich jeden Monat um eine Flasche Maggi gewettet, wer die meisten Aufträge reinholt und die meisten Umsatz macht. Wir hatten jeden Monat eine Maggi-Wette. Über Jahre ging das. Das war irgendwie so ein Running Gag auch bei uns im Unternehmen. Aber wir haben uns gegenseitig unterstützt und gepusht. Wir haben uns gegenseitig geholfen, dass wir besser werden. Das geht auch ohne eine Flasche Maggi am Monatsende völlig klar. Es war aber einfach so ein Ding. Das ist Blödsinn. Flasche Maggi, komm hier. So haben wir mal angefangen, aber dann eine Wette gemacht. Worauf ich hinaus will, ist, du kannst mit deinem Kollegen telefonieren und ihr redet über euren Vertriebsleiter, der mal wieder irgendeine blöde Entscheidung getroffen hat und darüber lästert ihr dann ab, eine halbe Stunde lang, eben bis du beim nächsten Kunden bist. So, jetzt muss ich aber auflegen und gehst mit einem total negativen Mindset zu diesem Kunden rein. Oder du telefonierst mit deinem Kollegen und sagst, hey, ich habe Schwierigkeiten irgendwie, mein Akquise-Text, der passt nicht so richtig. Kannst du mir da mal helfen? Oder kannst du mal Kunde spielen und wir machen einfach mal eine Stunde lang Akquise-Anrufe? Oder ich habe morgen ein sehr, sehr wichtiges und für mich schwieriges Preisgespräch mit einem Einkäufer. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps für mich? Kannst du mir da helfen? Man kann sich gegenseitig helfen. Aber nein, so war es bei uns damals. Wir haben uns fast nie geholfen, sondern mit den meisten Kollegen, die ich hatte, haben wir immer über irgendwelche anderen Sachen abgelästert.
Und wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ist das schon über 10 Jahre her, ja, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, hat das mein Mindset jetzt nicht immer unbedingt in die richtige Richtung gebracht. Ja, das führst du ja immer mit. Was soll das? Was machen die? Was passiert hier? Ne? Boah, die wollen die Preise erhöhen. Warum das denn? Die anderen machen, senken sie und wir erhöhen sie. Was soll das denn? Und da wird dann diskutiert und das war überhaupt nicht gut. So, ich möchte dir raten, umgib dich nicht mit solchen Leuten, ja? Sondern push dich nach vorne, such dir Kollegen, die dich unterstützen, die dir ein positives Mindset verschaffen, die dich ja vielleicht auch mal, wenn es mal nicht gut geklappt hat, wieder aufbauen können und dich nicht noch zulabern mit irgendwelchen politischen Scheiß aus der Firma, der dir sowieso nichts bringt, außer schlechte Laune und ja, vielleicht an der Stelle sogar dann auch schlechtere Ergebnisse. Wenn du darüber gerne mal mit mir sprechen möchtest, weil vielleicht in deinem Unternehmen da auch ja manche Kollegen jetzt nicht so gut performen und eben immer wieder versuchen, ihre Probleme bei dir auszuschütten, können wir auch darüber gerne mal sprechen. Dann geh auf hornschuhconsulting.de, buch dir einen Termin und wir telefonieren miteinander. Und bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut, ciao.